Überraschung. Wir sind grüne nicht Wiesen? Mehr im Moor. Okay. Das ist das erste Mal seit Zucker 12, 13, 14, weiß ich nicht, Folgen. Gefühlt 100? Das ist was Besonderes, Leute. Hier schöne, schöne Wiesen, genau. Und Licht hört, und Sonne. Hört ihr die Champagnerkorken knallen? Plopp, plopp, plopp. Genau, im Hintergrund machen sich gerade schon die Escort-Mädels bereit für uns. Ja, aber hallo. Genau, wir müssen nur noch schnell eine Folge aufnehmen, dann geht's rund hier. Dann geht's hier aber rund, dann ist hier Feierorgie angesagt. Aber dann geht's rund wie die Fliege im Ventilator, du. Das ist mal ein neuer Spruch. Hatte nichts mit Klatschen zu tun. Fand, ich bin stolz auf dich. Danke. Du hast noch einen zweiten. Ich arbeite hart an mir. Sehr gut. Was machen wir denn jetzt in Ferdok? Also wir haben ja bestimmt ein bisschen was vor. Wir gehen erstmal zum Hesindetempel. Wir haben ja schließlich... Zum Gesindeltempel. Hesindetempel. Ach so. Das andere hätte auch gepasst. Du musst dir mal die Bertie Botts Boden mit Geschmacksrichtung Ohrenwachs aus den Ohren nehmen, Dennis. Okay. Also Ohrenschmalz ist bei uns, ja. Ohrenwachs. Ohrenwachs. Klingt wie ein Pflegemittel, oder? Ich muss heute meine Ohren polieren. Ich wachse mir mal noch ein bisschen Ohren. Ich muss wieder meine Ohren wachsen. Wenn du zu viele Ohrenhaare hast, dann musst du dir auch Brazilian Waxing-mäßig loswerden. Oh mein Gott. Ratsch auf. Ja, genau. Also wir wollen denen jetzt sagen, was wir gefunden haben. Wir haben uns ja eigentlich erstmal losgeschickt, damit wir Rakorium einsammeln. Ah. Und das haben wir ja gemacht. Haben wir gemacht. Vielleicht ist ja Rakorium... Genau. Und nebenher haben wir, die können wir eigentlich schon mal anlegen, haben wir diese fancy Beinschienen der Flammen gefunden. Also statten wir uns jetzt mit so einer geilen Klassenrüstung aus oder Zauberrüstung? Genau, das ist halt hier die Rüstung, die... Die viel besser sind. Die Drachenqueste. Können wir mal gucken? Ja, die an sich sind die noch nicht so viel besser. Die sind 1-1 und die sind halt 2-2. Das ist doch gut, doppelt so. Genau. Um 100% gesteigert. Alter. Wahnsinn. Aber wir kriegen halt, umso weiter wir für Drachenqueste voranschreiten, kriegen wir halt immer mehr Teile von dieser... Mhm. Blablabla der Flammen, genau. Ja, das Rüstungsset. Am Ende laufen wir voll edel in Gold rum. Ja, finde ich gut. Das ist ein schöner Progress-Anzeige. Genau. Wie man aussieht, wie hübsch. Junge. Willkommen zurück. Ich traf Rakorium vorhin auf dem Weg zu... Was machst du in deinem Haus, Junge? Bleib da weg. Der sieht aber ganz süß aus. Okay. Du darfst kommen rein. Dennis erwartet dich im Schlafzimmer. Ja, also ich meine, er ist hübscher als Kolga. Also. Na, nicht unbedingt. Der guckt nur nicht ganz so fies wie Kolga. Stimmt. Aber er hat auch vernünftige Frisur. Also ich meine, er sieht halt einfach aus wie ein normaler Mensch. Ja. Ich bin bereit, lasst uns beginnen. Oh. Jetzt geht's los. Genau. Das war schon die erste, alles klar. Das ist Bescheid. Wo der Berge Antlitz einst in Rot getaucht, wo das Dunkel waltet in der falschen Sonne scheint, Hausen des alten Wiener voll des hohen Mutes. Sprich mal vernünftiges Deutsch, ey. Lassen Sie des jungen Wahn gedeihen. Errettet werden muss dies alte Wissen, um zurückzukehren an seinen angestammten Platz. Das ist der Pseudolatein. Jetzt wird's ganz schlimm. Ja. Gesundheit. Ja. Prost, Herr Drache. Können wir uns nicht gleich alle drei sagen, dann schreiben wir uns die auf, dann müssen wir nie wieder herkommen. Von gestohlenem Wissen der Schlangenfrau. Die Schlangenfrau hier kann es sich bei meinem Dafürhalten nur um die ehrwürdige Hesinde selbst handeln. Hier im Hintergrund sind die Hesinde-Figuren. Ja. Da hat sie, glaube ich, hier hat sie eine Schlange in der Hand. Irgendwo hat sie eine Schlange in der Hand. Genau. Oh, Stufe 6. Festung Blutberger. Krass. Wo der Berg liegt in der bergigen Region des Dunkelwaldes, so heißt er. Wir haben ja überlegt vor zwei Folgen. So ähnlich. Ihren Namen verdankt sie wohl in vielen blutigen Schlachten um den Fels, auf dem sie einst errichtet wurde. Ironischerweise scheint die Gegend dank des kürzlich ausgerufenen Sonnenzuges ihrem Namen abermals alle Ehre zu machen. Im Bergen Sonnenzug, Gott Praios, Prioten. Idioten? Ja, die auch. Ja, was für ein Sonnenzug meint ihr? Genau. Nichts gehört. Der Wanja sind wir schon mal begegnet. Wo wir der Schlafanzug der Pyjama-Bande gefolgt sind und dann in diesem Haus rauskamen. Ne? Dann haben wir da die Pyjama-Bande umgelegt und dann kam doch der Großinquisitor. Ja. Mit seiner schicken Tunika, mit dem Mützchen auf. Der. Genau. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Das ist der Davanya. Gegen die Hexen schauen. Hexen, ich verstehe. Also wir haben jetzt hier irgendwie Sonnenzug, Hexen, Großinquisitor, blutige Berge, dunkler Wald. Genau. Ach du Scheiße. Das wird spannend. Ja, ist viel los hier. Finsteres Mordritual. Ach du liebe Güte. Er müsse er hat die Pflicht, diese Sühne und das Licht und Läuterung. Läuterung schön mit EU. Was geht bei euch ab, Leute? Ja, die haben offensichtlich. Ja, Leute sind. Die haben kein Ä. Die haben ein Ü, aber ich verstehe es nicht. Ist doch egal. Okay. Da ist in der Übersetzung halt ein bisschen was schief gegangen. Ja, in der Übersetzung vom Englischen ins Deutsche bei einem deutschen Spiel. WTF!
Ja. Was? Ja, mögliche Sünde meine Weisheit stärken. Ja, mögliche Sünde eure Rechtschreibung stärken. Das ist richtig. Aber man muss echt sagen, bei deutschen Spielen, wenn dann sowas konsequent systematisch falsch ist. Das ist ein bisschen peinlich, ne? Das ist ein bisschen peinlich. Ja. Also bei Übersetzern so, denen verzeih ich grundsätzlich alles, weil ich genau weiß, was für einen fucking schweren Job die haben. Aber ja. Da ist sie mit der Schlange. Da ist sie mit der Schlange. Hier sind die Schlange. Hier sind genau. Die mit der Schlange. Wir kriegen irgendwie später auch nochmal, wenn ich ein bisschen spoilern darf. Darf ich nicht, mach ich irgendwann mal. Diesen Schild. Mm. Ne, der passt ja auch, wenn wir uns mal angucken. Ja, ja. Beinschienen. Goldig. Ne? Schild, beide mit Gold, beide mit Sonne. Kann man machen. Genau, wir sind also richtig stylisch unterwegs hier. Also noch nicht noch so richtig, nicht, aber wird. Bald. Ich sehe es kommen. Genau. Cool, na dann, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen in den Dunkelwald. Wollen wir vorher noch irgendwie ein bisschen shoppen und ein bisschen Sachen machen? Genau, wir haben vorher ein bisschen shoppen, ein bisschen neue Fähigkeiten lernen. Ja, stimmt, wir wollten neue Fähigkeiten lernen, ja. Das können wir ja wieder im Fairdog machen. Genau. Wir werden also auch unterwegs auf Leute treffen, die uns was beibringen können. Ja. Aber hier haben wir auch eine ganz gute Anlaufstelle in der Stadtwache. Dann können wir auch nochmal zur Grafenstadt und ein bisschen shoppen gehen. Was wollen wir denn unseren Leuten beibringen? Also, Rano brauchen wir nichts beibringen, den geben wir bald ab. Ja, dem können wir auch schon noch was beibringen. Ich würde dann vorschlagen, dass wir im Dunkelwald durch die Hauptquest so ein bisschen durchrennen, damit wir meinen Charakter kriegen. Das ist leider erst relativ am Ende. Und dann können wir uns nochmal gechillt im Dunkelwald umsehen. Und dafür können wir dran und ruhig auch noch ein bisschen auf. Ich meine, die Punkte hat er ja eh. Die Punkte hat er. Und das Geld haben wir auch eh. Ja, wir sind so reich. Haben wir festgestellt, Geld ist in diesem Spiel auch kein Problem. Kein großes, nee. Außer man braucht 27 Goldstücke für so einen dämlichen Skelettaffen. Ja, ehrlich mal. Ganz ehrlich. Den, die er dann mitnimmt ins Leben nach dem Tod. Verarschen kann ich mich alleine. Ja, so hier ist unser das Häuschen. Das werde ich Ihnen auch noch in 30 Folgen übel nachsehen. Und Häuschen ist gut. Häuschen ist gut. Selten war eine Verniedlichungsform so unangebracht. Müssen wir endlich ins Haus? Nee, müssen wir was gar für eine Ruine? Na, die Ruine. Achso, die Blutberge, im Dunkelwald. Im Dunkelwald. Ja, okay. Genau die. Verzeiht. Ich brauche eine gewisse Leuterung. Ja, ich glaube auch. Ja. Gehen wir mal in den Priors-Tempel hier. Direkt gegenüber von unserem Haus. Was das irgendwie gar nicht beunruhigend ist oder so. Nö, warum? Und lassen Dennis mal leutern jetzt. Ich werde jetzt mal voll geleutert. Oh mein Gott. Ich schlage vor, dass wir diese Folge Läuterung, Leuterung auf den Aleuten oder so nennen. Ich glaube nicht, dass die Aleuten was damit zu tun haben. Einfach nur aus Protest. Protest gegen einen 8 Jahre alten. Gegen Rechtschreibfehler. Gegen Rechtschreibfehler. Nicht gegen das Spiel. Hier, ne? Die sitzen hier und beten den Lichtstrahl an, der von oben kommt. Den Preis-Lichtstrahl. Okay, kann man machen. Kann man machen. Ist aber. Genau. Und egal, wie ich die Kamera drehe, wir sehen das nicht. Das Fenster. Ja. Wir sehen nur die Fliegen hier im Licht. Aber auch schick. Ja. Ne? Seht ihr? Da sind sie. Eigentlich ja ein Anzeichen für immer super moderne Spiele, die dann immer massenweise irgendwelche Vögel und Fliegen im Hintergrund haben, damit man sagen kann, dann wir haben voll die Rechenkraft und Power. Das. Das läuft hier richtig. Unreal Engine 4, wir haben 5 Millionen Schmetterlinge gleichzeitig. Guck mal, hier genau. Steht sogar alles. Genau, wenn man jetzt lustig ist, kann man diese Texte alle durchlesen. Ja, mach mal. Die merken und dann so einen kleinen Quiz beantworten bei so einem... Bei so einem Prioten hier. Aber wir schummeln das Fett. Wenn wir jemals mit dem reden sollten, dann googeln wir die einfach und dann ist gut. Genau. Denn man muss ja mit aller modernen Technik arbeiten, die man hat. Ja, und vor allem sind halt auch die Prioten, ne? Richtig. Das fand ich an The Secret World immer so toll. An diesem Spiel, was so in diesen ganzen Illuminati-Cthulhu-Mythen spielt. Was haben die Illuminati mit Cthulhu zu tun? Naja, Mythen. Also es sind ganz viele Mythen vermischt. Okay. Crossover. Mythen Illuminaten, Crossover. Templer, Cthulhu, was ist dann noch? Ja, die Cthulhu-Kultisten sind ja auch so eine Art eigene Geheimgesellschaft. Ja. Also es ist halt dieses ganze thematische Stephen King'sche Mystery gemischt mit allem anderen, ja. Mit hohle Erde-Theorie und was ich was. Da steckt ja alles drin. Da steckt ja immer alles drin. Ja, okay. Und, also es ist quasi wie das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco. Mag sein. Habe ich nicht gelesen. Ihr habt sowas nicht. Ich habe nicht alles gelesen. Auf jeden Fall. Nein, du musst alles lesen. Das muss man schon mal gelesen haben. Ja, du hast auch nicht The Secret World gespielt. Kann ich genauso stöhnen. Weil das ist ja auch voll. Kannst du noch machen. Voll der Klassiker. Ja, na, viel Spaß. Online-Rollenspiel. Dauert ein bisschen. Auf jeden Fall, das ist ja auch schön. Da finde ich es richtig gut eingebunden, weil ich gerade meinte, wir können das Rätsel dann einfach googeln und so lösen. Ja. Da muss man ja googeln. Da ist es ja im Spiel sogar integriert, der Browser. Da muss man ja teilweise Rätsel in den jeweiligen Städten und so lösen. Von A nach B zu kommen und irgendwelche Rätsel lösen, indem man im Game-Browser googelt und kommt man aber ins normale Internet sozusagen. Ja.
Und muss dann aber richtig, und dann haben sie aber eigene Webseiten und so natürlich auch ins Internet gestellt, auf die man dann kommt und so, die man dann finden muss. Super geil gemacht. Mit die besten Rätsel jemals in einem Spiel, nicht nur Rollenspiel. Das ist natürlich gut. Mal gucken, rüstungsmäßig brauchen wir eigentlich nichts. Ja, wir sind voll geil ausgerüstet. Oh, Flügelhelm. Kann wir kaufen 9 Dukaten, ja. Wir kaufen uns mal einen Flügelhelm. Kannst du mal einmal kurz da unten dieses blinkende Fenster schließen? Also auf, draufklicken und Fenster schließen machen. Ja. Dankeschön. Weil dann blinkt das nicht mehr. Es blinkt uns an, das Teil, das Ding. So, hier, jetzt hier. Da wollte Apple mal wieder, dass ich irgendwas upgrade. Ja, jetzt sieht er aus wie Thor, fliegt durch die Gegend. Jetzt brauchen wir noch einen Hammer. Doch, dafür fehlt doch der Hammer. Hammer haben wir nicht. Ist ja Hammer. Achso, wir geben ihm mal das hübsche Schild, ne? Ja, es ist sehr wichtig, wie hübsch das Schild ist. Ja, ist es. Ist es denn auch besser? Das ist doch die Frage. Das macht, glaube ich, -1,3. Warte. Und das -1,3. Ist genauso. Dann ist es, dann nehmen wir das hübschere. Holzschild ist Holzschild. Ja, das ist das einzige Kriterium. Ja. Ne, wir haben vorhin schon festgestellt, als hübscher Mensch oder als ansehnlicher Mensch sagt es sich sehr leicht, aufs Äußere kommt nichts an, kommt nicht an. Und deswegen, wir lassen einfach alle Heuchelei fallen und sagen, natürlich kommt es auf Äußere natürlich. An. Wer will mit so einem hässlichen, abgenagten Schild durch die Gegend laufen, ja? Puh. Würde ich niemals machen. Wirklich? Die lachen doch dann nur über uns. Ehrlich mal. Ja, so, brauchen die noch irgendwelche schönen Rüstungen oder so? Zap. Kettenhemd haben, nee. Die haben, sind ja auch schon behelmt und berüstet hier. Ihm können wir nicht so viel anziehen, dann klappt er uns hier zusammen. Hm. Wir können ihm das Lederwams kaufen. Was hat er jetzt? Das ist 11 insgesamt. Hat aber 3-0 Behinderung. Nee, wir lassen es belassen. Nee, Behinderung soll er nicht haben. Also nee, ist ja so schon behindert genug. Ja, wirklich mal. Granor von der Förderschule. Na, die gibt's ja gar nicht mehr. Das ist ja Quatsch. Das wäre natürlich auch schön. Schöner Titel für die Folge. Aber das haben wir ja nur einmal kurz angesprochen. Drei ist ja nicht so richtig das Thema der Folge. Schön, schön. Ja. Achso, nee, das war er wieder. Wir wollen ja vor allen Dingen hier krass die Wundsalbe mitnehmen. Die ist nämlich krass gut. Die hat sie aber wieder nicht. Was, Mädchen, man muss nur gehen. Was ist denn da echt los? Wirklich. Vielleicht ganz unten. Guck mal, da ist doch Heilsalbe. Ja, genau. Die wollen wir doch haben. Nehmen wir einfach genau, gekauft. Die hat nur oben diesen ganzen Schmammchen, wie ihr verkauft habt. Ja, den wird sie auch nie wieder los. Nee, ne? Weil sie ist ja so eine doofe hier Wundsalbenhändlerin. Genau, die verkauft Kräuter. Hat, und das muss sie dann Hut und irgendwie genau, wir verkaufen. Gehen nochmal zum... Ach nee, wir können doch erstmal hingehen. Dann die ist eigentlich die Kaserne der Stadtwache. Ne? Ja, da können wir Sachen lernen. Da ist auch schon deine Lieblings... Oh, Bala! Wir gehen jetzt mal zu hier. Feldwebel Erland ist unser. Nur ein Witz, du bist so witzig, Junge. Ja, da! Komm mit die Kuh! Ich dachte mir gleich, als ich euch das erste Mal gesehen habe, Erland, das ist ein Held, der da des Weges kommt. Der Mann weiß nach Polizei schätzen. Das denke ich aber morgens auch mal, wenn ich in den Spiegel gucke. Das ist ein Held! Das ist ein Held! Nahkampfübungen gefällig? Na, aber gerne doch. Was nehmen wir denn? Macht ja nicht viel Sinn, da jetzt Speere zu lernen, also mit Kolga. Nee, das brauchen wir nicht. Wir machen hier mal Schildkampf 1 haben wir, Rüstungsgewinnung 1 haben wir. Gut, da sind wir noch nicht so die ganz starke. Nehmen wir mal Ausweichen. Mhm. Ausweichen machen wir auf jeden Fall. Ausdauer, ist das sinnvoll? Ja, das erhöht unseren Ausdauerwert. Das ist mir auch logisch, was Ausdauer heißt, ne? Jo. Okay, Kraftbuch und sowas wollen wir nicht. Fuchtschlag haben wir, Finte brauchen wir auch nicht unbedingt. Ja, machen wir mal noch offensiven Kampfstil und defensiven Kampfstil. Das ist manchmal auch ganz nett. Okay. Also damit kann man sich besser auf eine Situation einstellen, so ein bisschen. Genau, auch auf die Gegner teilweise einstellen einfach, ne? Schildkampf hat Rüstungsgewinnung. Eins hat sie nicht. Der bringen wir immer Rüstungsgewinnung bei. Dann können wir ihr eine dicke Rüstung anziehen, oder was? Ja, nee, obwohl... ich überlege gerade... Ja, wir können ihr Rüstungsgewinnung 1 mal beibringen. Rüstungs 2 braucht sie vielleicht nicht unbedingt. Ausweichen hat sie. Ausdauer. So, jetzt können wir oben noch ein bisschen schnökern. Also, wir können ja diese ganzen Spezialtaktiken erlernen. Ja. Aber ich... Und halt auch so, sag ich mal, passive Fähigkeiten irgendwie. Mhm. Das ist ganz gut. So. Mal mit dir auch. Ja, die Kampfsachen. Das ist, kann man schon mal machen. Ja, das ist halt auch für alle Leute, die irgendwie mal Nahkampf verstrickt werden und sowas, ganz gut. Schildkampf.
hat ein Schild, ne? Der trägt... Der hat ein Schild, dann kriegt er auch Schildkampf. Ein Schild, ja. So einfach ist dit. Hast du was, bist du was. Genau. Hast du was, kriegst du was. Nämlich Schildkampf. Ausweichen darfst du auch. Bist zwar nicht unbedingt hier der behendeste. Aber er ist halt auch sehr klein. Ja, aber wenn kann er sehr gut ausweichen. So leicht, ne? Ja, genau. Du musst den Boden werfen, mal ducken, mal die Knie federn und so und dann... Okay, das war's. Na, nee, dran auch noch. Den können wir auch noch. Finte hast du. Wuchtschlag bringt ist nicht sinnvoll. Aber er kann doch ausweichen, kann er schon. Okay. Wir könnten Rüstungsgewinnung. Ja, ist nicht, wie gesagt, nicht so sinnvoll. Schild. Hat er ein Schild? Nicht. Er hat ein Schild, glaube ich, ne? Schild. Er hat ein Schild. Oh. Ja gut, das war's. Ich würde ihm gerne Ausdauer beibringen, aber dafür hat er nicht genug Kondition. Aber vielleicht können wir... Konstitution können wir ihm doch beibringen. Ja, meinst du. Können wir doch... 12 braucht ihr an, ne? Ja, das gut, haben wir doch. Das Punkt, haben wir doch. Den einen Punkt haben wir noch übrig. Come on, man. No problemo. Ja. So, das Granrosche. Das kriegt jetzt noch hier Lärm, ne? Und zwar das Ausweichen. Irgendwo ganz... Nee, Ausdauer. Ausweichen hat er schon. Dauer, meine ich ja. Das andere mit aus. Genau, so, jetzt haben wir zwar nicht mehr genug übrig für passiven, aktiven, offensiven und defensiven Kampfstil. Egal. Das ist auch nicht so wichtig. Come on. Gut, haben wir Leute ein bisschen gepimpt. Aber dieser Flügelhelm steht ihm doch, oder? Ja, ist check. Sieht hübsch aus, als dieser Topfhelm vorhin. Das stimmt. Genau. Es war aber auch nicht schwer. Das stimmt, ja. Anhalt Topfhelm auf Topfrisur. Hat konsequent. Ja. Stilmäßig, okay. Kein Stilbruch auf jeden Fall. Es sieht scheiße aus, aber es ist wenigstens guck mal, ein fettes, bärtiges Kind. Ja, genau. Nun, Waffenhändlerknorrholz. Wir müssen mal nach Rulana was Neues kaufen, weil ich auch so von ihrer Waffe gekauft, verkauft habe. Hupsi. Hups. Womit kämpft sie denn? Mit Säbeln? Hiebwaffe. Ist das. Ne, warte mal, ist das Hieb? Ne, das ist Säbel. Also, sie hat ja auch Talent Säbel, glaube ich, ne? Moment. Guck mal nochmal nach, bevor wir ihr jetzt was falsches kaufen. Bevor ich irgendwas kaufe. Ja. Sie kann Säbel, top. Ja. Säbel sogar am allerbesten. Also, nehmen wir genau. Säbel. Säbel. Nehmen wir einfach hier mal so ein Säbel, ne? Cool. Schick. So. Perfekt. Dann sind wir. Jetzt sind wir eigentlich hervorragend ausgestattet. Abreisebereit. Auf in den Dunkelforst. Genau. Dann aber natürlich erst in der nächsten Folge. Genau. Wir letzte Einstellung der Folge ist jetzt, die letzten 3 Minuten seht ihr noch, wie unsere Leute hier. Wir laufen quasi in den Sonnenuntergang. Joggen. Genau. Ohne dass wir die Sonne sehen, weil. Genau. Stellt euch jetzt noch so ein bisschen Westernmusik dazu vor, Winnetou-Soundtrack oder so. Und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.